Einen schönen guten Morgen, liebe Zuschauer, zum heutigen JF Daily Devisenradar am 5. Mai. Wir hatten gestern eine kleine Pause, sozusagen nach dem Maitanz, nach dem 1. Mai. Heute hier nochmal eine kleine Verschiebung in Sachen Start, aber jetzt sind wir wieder da und das JFD Devisenradar soll natürlich hier gleich das interessanteste Währungspaar sicherlich für viele Teilnehmer unter die Lupe nehmen. Wenn gleich auch der Australdollar heute hier aufgrund entsprechender Meldungen in der Nacht hier entsprechend positiv daherkommt, wollen wir uns dennoch hier das beliebteste Paar schlechthin anschauen. Und das ist eben der Euro gegenüber dem US-Dollar, den wir hier zunächst mal im Stundenchart sehen, wie er in Anführungszeichen seinen Pullback vollzieht, der sich unter Umständen auch noch ausdehnen könnte. Und zwar, wenn wir uns hier den aktuellen Preisverlauf anschauen von heute, sehen wir den Euro-US-Dollar hier schon zurückgekommen, ordentlich, auch während des Tagesverlaufs. Hier ist der heutige Pivotpunkt 1,1165. Da sind wir deutlich drunter. Wir haben bislang eine Range von 64 Pips zurückgelegt. Der Schnitt bewegt sich so um 115 bis 125. Das heißt, es ist durchaus noch ein Stück weit Luft nach unten, die aber hier im Idealfall im Bereich 1,1040, das ist das ehemalige Widerstandslevel, grob die Zone zwischen 1,1030 und 1,1050 hier enden sollte, um hier im entsprechenden weiteren Auftrieb zu bescheren. Man sieht hier den aktuellen Rücklauf. Wir haben das Support Level 1 vom Daily Pivot Point schon unterschritten und das zeigt natürlich, dass hier ja sichtlicher Verkaufsdruck auf dem Währungspaar lastet, der sich hier eben auch intraday durchaus noch ausdehnen könnte. Und dann werden hier nach Pivot-Gesichtspunkten das oder die Preisniveaus von 1,1064 und darunter von knapp 1,10 durchaus denkbar. Dennoch, wir sehen auch hier einen Horizontalbereich beim Support Level 2. Das heißt, der muss gar nicht so tief zurückfallen, aber knapp drüber hier im Bereich, das werden wir gleich mal ein Stück weit untermalen, hier 1,1075. Zwischen 1,1075 und 1,1064 kann es im Prinzip auch schon drehen. Und dann wäre der aktuelle Rücklauf, den wir hier sehen, seit dem Start in den Mai eigentlich auch nur ein Pullback aufgrund der vorangegangenen Gewinne. Das muss ich natürlich jetzt zeigen, ob sich das hier ausdehnend fortsetzt, hier zu einer ja, Wiederumkehr ausartet, wie auch schon unlängst eben in der vergangenen Woche angekündigt, ist es eher so, dass hier die Bullen offenbar das Heftpflaster noch in der Hand halten und es mir hier eigentlich mehr so scheint, als wäre das hier eine bullische Konsolidierung aufgrund der vorangegangenen Gewinne, die man dann hier einsammeln könnte. Also Tageschart ist jetzt hier noch nicht im Fokus gewesen, den wollen wir uns aber jetzt mal anschauen. Und zwar sehen wir hier eben die Annahme der letzten Woche. Okay, wir haben hier einen guten Ausbruch, einen Ausbruchsimpuls, der sich auch weiter fortsetzen dürfte. Hier diverse Widerstandslinien überschritten, hier den Abwärtstrend überwunden, alles wunderbar. Jetzt wurde auch durchaus schon im Sinne des ersten starken Impulses ein leichter Rücklauf erwartet, der hier sich jetzt aktuell jedoch ausdehnt. Und wenn wir jetzt hier mal den blauen Tendenzfall mal als Richtschnur nehmen, dann wäre hier im Prinzip der leichte Rücklauf, der sich ja aktuell, wie wir sehen, nicht fortsetzt, hier aber als solcher ideal anzusehen. Das heißt, wir sehen hier, wie schon erwähnt, auch eine Art Pullback. Und dies wäre hier ein Pullback an diese gebrochene Abwärtstrendlinie inklusive Test dieses ja, Levels von rund 1,1040. Das ist nämlich hier dieser Horizontalwiderstandsbereich, der eben hier zur Unterstützung formierte. Und genau das Level wäre es, auf das man achten sollte, wenn Euro-US-Dollar jetzt tatsächlich hier noch ein Stück weiter zurücksetzt. Das kann also heute / morgen zu weiteren Verlusten kommen. Hier aber wirklich nur im überschaubaren Rahmen, die dann eben hier im Idealfall oberhalb von 1,10 im Bereich 1,40, 1,50, 1,30, machen Sie das nicht auf dem Pip fest, aber die dann eben da stoppen und wieder für einen ansteigenden Euro sprechen. Wenn wir hier sehen, was sonst passieren könnte, wäre nämlich hier mit Aufgabe des Levels von 1,10, also hier Unterschreitung des jetzt eigentlichen Unterstützungsniveaus von 1,1040, 1,1030, 1,1050 eben. Wenn wir hier die 1,10 wieder unterschreiten sollten, dann wären wir hier auch wieder unter dieser Abwärtstrendlinie eingetaucht und hätten eben hier das eigentlich jetzt überwundene Widerstandslevel unterschritten. Das wäre ein sichtlich negatives Signal, was tendenziell dann auch weitere Verluste nach sich ziehen sollte. Und dann hätten wir hier diesen grauen Pfeil als Alternation ja, aktiviert buchstäblich und dann müsste es hier in Richtung 1,066 gehen, / 1,070. Zumindest könnte es dann hier einen Test dieser Aufwärtstrendlinie geben, die wir hier wohl bemerkt seit März haben. Hier im Vorfeld der FED-Ankündigung, das war ja der 18.3., da ging es ja ein Stück weit nach oben und genau diese Trendlinie ist im Prinzip hier im
Handelsmonat April zur Mitte des Monats getestet wurden. Und sofern es dazu kommt, dass Euro-US-Dollar weiter zurücksetzen sollte, tiefer zurücksetzen sollte, dann wäre hier dieser Bereich sicherlich ein möglicher Haltepunkt, von dem es aus dann auch wieder nach oben gehen kann. Und jetzt heute mal eben umgekehrt vom kleinen ins mittlere bis zum großen Zeitfenster sehen wir jetzt hier die Situation im Wochenchart-Intervall. Und hier stellt sich Ähnliches dar, wenn wir hier ein Pullback feiern, in Anführungszeichen, der Euro-US-Dollar eben zurücksetzt, Bereich 1,1035, aber verteidigt auf Wochenbasis, dann sieht das eigentlich hier alles noch ganz gut aus. Ich passe mal hier den blauen Verlauf ein Stück weit an. Sie sehen, Konsolidierungsbewegungen sind immer einzukalkulieren. Es ist kein exponentiell ansteigender Verlauf nach oben. Es gibt immer wieder zwischengeschaltete Korrekturen. Und jetzt sehen wir hier natürlich diese. Idealerweise wären wir noch ein Stück weit höher gekommen und hätten knapp um 1,14 einen Rücklauf vollzogen. Jetzt passiert er schon ein Stück weit früher. Das könnte aber natürlich dazu führen, dass wir dann hier die 1,14, auch wenn es eben klappt, dieses Level zu verteidigen, dann relativ dynamisch nach oben überwinden. Sie sehen, liebe Zuschauer, es bleibt spannend. Euro-US-Dollar, der grundsätzliche Bias in meinen Augen weiter bullisch. Das dürfte dahingehend entsprechend auch den DAX weiter schwächen können, wenn sich hier die Korrelation weiter entfaltet. Das heißt, auch die Erholung beim DAX, die wir unlängst gesehen haben, scheint auf einem Stück weit dünnem Fuß zu stehen, auf einem dünnen Eis. Und da müssen wir mal sehen, wie sich das noch entwickelt. Das werden wir aber nachher auch im JFD Live Trading TV sicherlich unter die Lupe nehmen. Da gehört dem DAX dann nochmal die Aufmerksamkeit. Da schalten wir uns nachher nochmal rein. Ich sage jetzt erstmal an dieser Stelle danke fürs Einschalten zum heutigen JFD Devisenradar. Wenn Sie mögen, hören wir uns morgen wieder. Ich sage erstmal ciao dabei, beste Grüße und einen schönen Handelstag.